Wir kommen heute zu einem neuen Spiel. Das Spiel heißt Valhalla Hills. Es soll ein Spiel werden, mit dem ich dann mehrere Folgen aufnehmen werde. Ich weiß aber noch nicht, wie viele, je nachdem, wie viel Spaß mir das Spiel tatsächlich macht. Das Spiel selber ist jetzt in meine Bibliothek gewandert, weil es aktuell in der GameStar-Ausgabe für Mai 2017 als Vollversion enthalten war. Und da es schon länger auf meiner Wunschliste ist, ist das die beste Gelegenheit, einfach mal reinzustarten und mir das Spiel jetzt tatsächlich mal selber anzuschauen. Also, auf in Valhalla Hills und irgendwie sicherlich die ersten Tutorials und Erkundungen machen für diese Folge. Mal sehen, wie motivierend das Spiel ist und wie siedlerähnlich oder wie Strategieelemente, wie stark die dann tatsächlich greifen. Ein Leben lang streben die Wikinger nach Ehre, um nach ihrem Tod mit Gottvater Odin in Valhall zu speisen und zu feiern. Aber in jüngster Zeit ist Odin genervt und nicht in der Stimmung, dahergelaufene Möchtegernhelden zu empfangen. Schuld daran ist sein jüngster Sohn, Leko. Schon früh zeigte der zarte Knabe einige für Wikinger recht ungewöhnliche Neigungen und Talente, statt sich mit Waffenübungen und Trinkgelagen zu beweisen. Bis Odin der Kragen platzt. Er verbannt Leko unehrenhaft auf die Erde, wo dieser sich wenigstens mal nützlich machen soll, als Gott, der Baumeister. Doch Leko hat einen Plan. Durch ihr gemeinsames Schicksal verbunden, schließt er sich mit den verschmähten Helden zusammen. Allen Gefahren zum Trotz wollen sie sich Odin als würdig erweisen und den Weg zurück nach Asgard wagen, hinauf auf die Valhalla Hills. Doch als die ersten Krieger in Asgard Einlass begehren, ist Odin kaum beeindruckt. Um an meiner Tafel speisen zu dürfen, bedarf es mehr Ehre. Eine Menge mehr Ehre. Ja, dann auf Ehre zu schöpfen, zu machen, zu bekommen, zu erringen oder wie auch immer. Immer diese Namensbegrenzungen. Also, das sind die ganzen Erfolge, die es zu erringen gilt. Lager, Götterzorn. Wikinger, dein Volk. Durch all ihre Taten bei der Arbeit und vor allem im Kampf gewinnen deine Wikinger Ehre. Wie viel jeder Wikinger an Ehre gesammelt hat, kann in der Wikinger-Übersicht im Hauptmenü verfolgt werden. Im Startbildschirm wiederum wird dir auch gezeigt, wie viel seines Weges nach Valhalla dein ehrenhaftester Wikinger bereits zurückgelegt hat. Wie viele Wikinger schon die Valhalla Hills erklommen haben. Haben die Wikinger einmal Valhalla erreicht, können sie trotzdem weiter ins Spiel gerufen werden. Sie besitzen dann jedoch mehr Kraft und Ausdauer. Okay. In Kampfmontur darstellen. Kann ich nicht. Es wurde noch kein Wikinger ins Spiel berufen. Neu. Klicke hier. Okay, das sind die Versionsupdates. Ja, dann auf in die erste Karte. Verschiedene Spielmodi und Schwierigkeitsgrade. Jetzt kannst du zwischen Standard und freiem Spiel wählen. Okay, das Standardspiel startet sehr einfach und durch seinen Spielfortschritt schaltest du immer neue Elemente und Schwierigkeitsgrade frei. Wenn du schon früh echt herausfindest, kannst du jederzeit ein freies Spiel starten. Dort sind alle Spielelemente sofort verfügbar und der Schwierigkeitsgrad entsprechend hoch. Tipp: Karten können jederzeit neu ausgefüllt werden, ohne dass man Fortschritte, die man bereits erspielt hat, verliert. Wenn dir also eine Karte nicht gefällt oder sie zu leicht schwer ist, starte einfach eine andere. Standard. Im Standardspiel sind die Fortschritte, die du freigeschaltet hast, deine Fähigkeiten angepasst. Alles, was du machst, schaltet neue Erfolge frei. Das heißt, ich fange klein an und arbeite mich dann langsam vorwärts. Also, zeig mir, was du oder was ich tun soll. Willkommen, Leko, Gott des Bauens. Beweise deinem Vater, Beweise deinem Vater, dass du würdig bist, nach Valhalla zurückzukommen, indem du zufällige Missionen bewältigst, die deinem Fortschritt angepasst sind. Alles, was du machst, kann neue Möglichkeiten und Herausforderungen eröffnen. Dein Ziel ist es, deine Anhänger immer wieder auf die Gipfel Valhallas zu führen und dabei Ehre zu sammeln durch den Bau von Gebäuden, Kampf oder Opferungen. Im Baumenü unten am Bildschirm sind die Gebäude für die Produktion, den Transport und den Kampf unterteilt. Da unten, da unten. Okay. Kamera. Ast. Wenn der Holzfäller Bäume fällt, werden Hölzer und manchmal Äste produziert. Also Produktion. Das Bauen. Holz wird nahezu für alle Bauvorhaben benötigt. Darum lass frühzeitig einen Holzfäller bauen. Möglichst in der Nähe von Bäumen. Ich hoffe, dass da hinten sind Bäume. Bei jedem Bauvorhaben solltest du die Bauuntergründe achten. Ist der Bauuntergrund grün, verbrauchen die Wikinger weniger Rohstoff für die Feststellung als auf einer gelb, orange oder sogar rot markierten Position. Denk daran, alle Arbeitsgebäude haben einen Radius, in dem der Arbeiter seine Profession nachgeht. Man kann
sich anzeigen lassen, indem man Gebäude auswählt. Wege von groß an diesem Radius. Also gut, Holzfäller. Also auf grün verbrauche ich weniger Ressourcen. Da sehe ich nichts mehr. So. Wobei, das war jetzt wahrscheinlich zu weit weg von den Bäumen. Ressourcen, 3 Holz. Portale, deine Wikinger haben ein Portal entdeckt, hinter dem hoffentlich Bifrost liegt. Jene Regenbogenbrücke, die sie nach Asgard bringen könnte. Ah ja. Meist werden die Portale allerdings von Wesen der Unterwelt bewacht. Sobald du ein Portal öffnest, können sie in deine Welt eindringen und dein Dorf angreifen. Verteidige dich dagegen oder besänftige die dunklen Gewalten durch Opfergaben. Dazu später mehr. Öffne nun das Portal, um die nächste Mission zu starten. Die bösen Mächte schlafen noch und werden deine Wege diesmal nicht angreifen. Wozu sollte ich dann den Holzfäller bauen, wenn ich dann überhaupt nichts brauchte in diesem Gebäude? Ausschalten, umziehen, abreißen. Manchmal ist es sinnvoll, abzuschalten, um die Produktion zu stoppen. Wenn man sie wieder benötigt, kann man sie wieder aktivieren. Einige mobile Gebäude, wie der Geologe, Kampf- und Armeelager oder Kurierposten, können verlegt werden, um sie an anderer Stelle sinnvoll einzusetzen. Dadurch fallen keine zusätzlichen Baukosten an und auch keine Bauzeit. Du kannst Gebäude bei Bedarf auch wieder abreißen, dadurch erhältst du einen Teil der Baukosten zurück. Aber muss ich jetzt eh nicht abreißen. Aber der sammelt jetzt erstmal nur... Achso, der baut noch, oder? Ah ja. So, und wer arbeitet dort jetzt? Okay, das heißt, die Schwarzen liegen alle in seinem Bereich, also hat er doch ein ziemlich großes Einzugsgebiet. Und die Karte ist einfach nur winzig. Wikinger-Nachschub, Startportal. Der Nachschub an deinen Wikinger ist von der Kartengröße abhängig und begrenzt. Zusätzlich fallen auch immer nur so viele Wikinger vom Himmel, wie für sie Wohnstätten errichtet wurden. Aha. Wenn das Populationslimit also noch nicht ausgeschöpft ist und du genug Wohnstätten errichtet hast, kommen die Wikinger automatisch bei anfallenden Arbeiten in dein Dorf. Gibt es keine Arbeit, kannst du die Wikinger trotzdem auch manuell rufen. Genau, das war vorhin wahrscheinlich, als ich da irgendwie rumgeklickt habe. 4 arbeitslose Wikinger, 0 Krieger, 5 von 10 Wikinger-Kapazität und 5 von 20 habe ich gerufen. Zum Stadtportal anfordern. Okay, dann sind die ersten doch irgendwie von alleine runtergefallen. Ah, da war die Ankunftszeit. Jetzt sind es 6 arbeitslose Wikinger. Naja. Sollte ich jetzt eigentlich tatsächlich alle Benachrichtigungen mit niedriger Priorität grün oder höher werden angezeigt? Das Portal kann nun geöffnet werden. Status geschlossen. Feinde, keine Gegner vorhanden. Also gut, auf ins Portal. Gewonnen! Deine Wikinger haben viel Mut bewiesen und durch all ihre Taten mächtig Ehre gesammelt. Ey, die haben gerade mal einen Holzfäller ausgebaut. Jeder Zuwachs an Ehre lässt sie im Ansehen Odin steigen und bringt sie dem Einlass nach Valhalla ein Stück näher. Außerdem schalten zahlreiche Aktionen deiner Wikinger Erfolge frei. Dies können neue Gebäude, Technologien oder andere Dinge sein. Neue Erfolge kannst du stets ab der nächsten Mission nutzen. Starte nun die nächste Mission. Das Portal zu öffnen. Errungenschaft freigeschaltet. Summitär. So, Portal öffnen. Tutorial. Gebäude ausschalten. Umziehen habe ich auch gemacht. Gebäude fertig. Gut. So, was haben wir hier? Ware fehlt. Axt. Was? Holt er sich jetzt eine Axt oder hat er... Ah, okay, aber das hier ist doch das, was fehlt. Der hat weiterhin keine Axt. Das heißt, ich bräuchte erstmal ein Werkzeug machen. Aber wenn ich das Portal jetzt... Achso, ich muss es erst betreten. Gut, also Erfolg Kaninchen. Kleine Karte. Du hast die kleine Karte freigespielt, sie bietet dir noch mehr Möglichkeiten. Was, das sind die ganzen, die ich jetzt mit der einen Karte schon gemacht habe? Das kann ja echt nicht sein. Dieser Zauber heilt alle freundlichen Wikinger im Umkreis. Die ursprüngliche Bewohner des ewigen... Aha, mindestens eine Karte gewonnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Erfolge freigeschaltet. Nur indem ich eine Karte erledigt habe. Okay, also kleine Karte.
So, dann neuer Zauber, Eiswikinger. Das heißt, das sind wahrscheinlich die ersten Gegner dann. Dann weitere Zaubersprüche, Opferstätte für die Opfergaben, Mindestgrößenerhöhung. Dann kann ich größere Karten spielen, Götterzorn wieder als. Ab jetzt kommen Gegner aus den Portalen. Okay, prima. Dann Kampflager und Fischer und ich kann den Jäger dafür sorgen lassen, dass er Kaninchen platt macht. Also Kaninchen, Fischer, Kampflager, Götterzorn, Mindestgröße, Opferstätte, Zaubersprüche, Eiswikinger, kleine Karte. Portal kann betreten werden und dieses Werkzeug wird beim Werkzeugmacher hergestellt, aber das muss ich ja jetzt nicht mehr herstellen, weil ich hau ja jetzt schon wieder ab. Juhu. Okay. Ja, nochmal die ganze Liste. Nächste Mission starten. Was ist das? Ah ja, das sind die nächsten Erfolge. Das heißt, hier muss ich zwei Karten gewonnen haben. Mindestens 20 Erfolge. Statistikwerte waren produziert, waren geerntet, waren gesammelt. Mindestens drei Karten gewonnen, sechs Karten gewonnen. 3600. Was sind das? Sekunden? Wahrscheinlich 3600, also eine Stunde spielen. Also nächste Mission starten. Also, dann werden wir schon mal aufkreuzt. Oh, willkommen in der zweiten Mission. Da bist du ja wieder. Der erste Gang durch das Portal war mühelos zu bewältigen, aber im Spielverlauf werden die Wächter des Portals immer stärker und aggressiver. Um Soldaten für den Kampf gegen die Wächter auszubilden, benötigst du Kampf- oder Armeelager. Alternativ kannst du auch mit Opferstätten die Wächter besänftigen und somit auf friedliche Weise den Weg durch das Portal freimachen. Jawohl. Also erstmal wieder den Holzfäller, den ich gleich da reinsetze. Dann den Werkzeugmacher. Deine Wikinger benötigen für die Ausübung der meisten Berufe ordentliches Werkzeug. Dies kann beim Werkzeugmacher produziert werden. Er sollte unbedingt als eines der ersten Gebäude errichtet werden. Um immer die richtigen Werkzeuge und einfache Waffen zu produzieren, gibt es beim Werkzeugmacher eine Auftragsliste. Diese regelt, in welcher Reihenfolge die benötigten Dinge erzeugt werden. Bedenke, der Werkzeugmacher wird erst mit der Arbeit beginnen und wann annehmen, wenn er einen Auftrag hat. Bearbeite die Auftragsliste dazu im Gebäudemenü. Na schön. Aber trotzdem muss ich das Ding ja erstmal irgendwo hinsetzen. Grundbedürfnisse. Oh je. Deine Wikinger werden treu und fleißig für dich arbeiten. Es sei denn, sie haben Hunger, sind müde oder müssen unbedingt ein paar nette Worte mit einer anderen netten Person wechseln. Im Grunde erfüllen sie diese Bedürfnisse von ganz alleine. Allerdings solltest du unbedingt dafür sorgen, dass sie möglichst gut versorgt sind, da sie dann viel effektiver arbeiten. Wenn sie nämlich ihre Zeit damit vertrödeln, Bären zu suchen oder sich die Knochen bei einem Nickerchen unter einem Baum verrenken, ist es nicht so gut, wie wenn sie beispielsweise leckeres Brot zu essen bekommen und sich in einem weichen Bett mit einem Dach über den Kopf ausschlafen können. Übrigens, für eine Pipi-Pause unterbrechen sie ihre Arbeit nicht. Aha, da kommt der Werkzeugmacher hin. Den Fischer, kann ich den überall hinsetzen? Wahrscheinlich. Der hat keine. Okay, Fischer und Jäger. Mit Fischern und Jägern kannst du eine gewisse Grundversorgung mit Nahrung für deine Wikinger gewährleisten. Baue einen Fischer immer in die Nähe eines Gewässers und den Jäger so, dass er in seiner Reichweite auch tatsächlich Tiere findet. Angeln und einfache Speere produziert der Werkzeugmacher. Du solltest Acht geben, den Wildbestand in den Wäldern nicht gänzlich zu zerstören. Tiere pflanzen sich mit der Zeit fort. Wenn du allerdings alle gejagt hast, kann sich das Ökosystem nicht mehr regenerieren. Ah ja, also ich kann die netten Häschen also auch ausrotten. Jetzt ist nur die Frage, das ist ja jetzt erstmal nur ein Fischer. Also. So, Logistik. Wohnzelt. Wohngebäude erhöhen die mögliche Anzahl der Wikinger. Anzahl Betten 10, Wikingerkapazität plus 4. Durch den Bau von Wohngebäuden erhöhst du die Anzahl der Wikinger, die du anfordern kannst. Außerdem also erholen sich die Arbeiter, die in einem Wohnhaus schlafen, besser, als wenn sie sich unter Bäumen betten. Gut erholt können sie länger und effektiver arbeiten. Na dann, setzen wir euch doch hier mal ein paar Häuschen hin. Machen wir doch am besten gleich zwei. Dann ist auf jeden Fall genug zum Schlafen da. So, und jetzt noch das Kampflager. Kampflager können weiterziehen durch die Waffenauswahl, rekrutierst du Spieler, Krieger. Kampf- und Armeelager können verlegt werden, damit du deine Krieger dort einsetzen kannst, wo sie benötigt werden. Ein Armeelager ist ein größeres Kampflager, das heißt, in ihm können mehr Krieger untergebracht werden. Ist ein Kampf- oder Armeelager in der Nähe eines Waffenproduzenten stationiert, können sich die Krieger dort mit besseren Waffen ausrüsten, sofern sie dort vorrätig sind.
Verweilen deine Krieger in der Nähe von einer Brauerei oder Goldschmiede oder von Lagergebäuden oder Kurieren, holen sie sich automatisch das Gold oder Malzbier. Mein Gold, das kriegt ihr nicht einfach so, das sie dort finden können. Mit jedem Malzbier, das die Krieger trinken, steigert sich ihre Lebensenergie. Mit jedem Stück Gold, das sie erhalten, erhöht sich der Schaden, den sie machen können. Ach so, naja gut, vielleicht bekommt ihr doch das Gold. Wenn Heiler Gold aufnehmen, erhöht sich der Heileffekt. Stationiere dein Kampf- und Armeelager also in der Nähe der entsprechenden Gebäude, wenn du deine Krieger verbessern willst. Mhm. Also erstmal zum Werkzeugmacher in die Nähe. Die Opferstätte, dann erzähl mir doch hier auch gleich mal, was da los ist. In einer Opferstätte kannst du die Portalwächter mit Opfergaben besänftigen, anstatt gegen sie zu kämpfen. Hast du eine Opferstätte gebaut und dort die Opferung befohlen, wird ein Arbeiter die geforderten Opferwaren zusammentragen. Er findet aber nur Waren, die sich auch im Einzugsgebiet der Opferstätte befinden. Sind die Waren zu weit entfernt, kannst du das Einzugsgebiet durch den Bau von Wegen und später auch mit Kurierposten vergrößern. In der Opferstätte können auch Zauber vorbereitet werden, mit denen du dann über das Zauberinventar am linken Bildschirmrand direkt Einfluss auf das Spiel nehmen kannst. Um zeitgleich mehr Opferungen Zauber durchführen zu können, bedarf es mehrerer Opferstätten. Ich baue die trotzdem erstmal irgendwo hin. So. So, Militär habe ich jetzt. Logistik, Militär habe ich eigentlich jetzt alles einmal gebaut. Also Werkzeugmacher. Ich soll dir Aufträge geben. So, der hat jetzt wahrscheinlich noch keine Angel. Ach, der ist zwar noch gar nicht fertig gebaut. Wieso fangen die denn nichts an? Ach, jedes Mal, wenn ich gelesen habe, geht irgendwie nichts vorwärts. So, also das Gebäude ist fertig. Solltest mir jetzt mal noch eine Axt herstellen und eine Angel, weil die werde ich ja eh in Kürze brauchen. So, Werkzeughammer hast du geholt. So, also Werkzeug gebaut, Hammer ist okay. Gebäude fertig, Wohnzelt. Nur 2 von 10 Betten genutzt. So, der Holzfäller ist auch fertig. Braucht jetzt die Person. Ah, die Person braucht das Werkzeug. Wie viele Holzfäller können denn hier arbeiten? Im Moment ist nichts eingelagert, weder Holz noch Produktionsrate, 3 und 1 pro was auch immer. Und Fischproduktion, Wikinger auswählen. So, der braucht, Ware fehlt. Dieses Werkzeug wird beim Werkzeugmacher hergestellt. Ja, dann baust doch. Also die Opferstätte, mögliche Zauber, 5 Fisch brauche ich dafür. Halt alle freundlichen Wikinger im Wirkungsbereich. Okay. So, das Kampflager. Plus eine Axt. Was? Also ich brauche dann auf jeden Fall mehr Äxte. Mindestens 5 Stück. So, damit die alle was bedeutet denn die Ach so, das heißt okay. So, jetzt sind im Endeffekt alle rekrutiert. Jetzt müssen nur noch die Äxte dafür hergestellt werden. 5 Stück sind in Produktion, aber noch werden die Dinger nicht gemacht. Bruchstein derzeit insgesamt 0. Steinbruch auch in Minen baut man Bruchstein ab. Aber Steine kann ich noch nicht abbauen in diesem Level. Okay. Wie bringe ich die denn jetzt dazu, einfach weiter zu marschieren? Ah ja. Und ihr wisst nicht, wo euer Zeltlager ist, oder was?
Warum holst du dir denn nicht mal die Waffe? Alle Waren produziert. Gut. So, du sollst noch das... Ja, die Waffen bekommt ihr ja noch. Hunger, Müdigkeit. Okay, der hat jetzt schon eine Waffe. So, die anderen kriegen ihre Waffe hoffentlich noch. Erfolge. Mindestens 5 Holz geschlagen. Sägemühle freigeschaltet. Ein Lagerarbeiter sammelt alle Rohstoffe der Umgebung ein und packt sie in eine große Kiste. Waren eingesammelt. Geerntet oder produziert 28. Hat auch geklappt. So, kleine Karte, neuer Zauber. Also, nee, Lager ist jetzt das Neue und Sägemühle. Die sind dann fürs nächste Mal verfügbar. Ah, ich kann die ja auch angucken lassen, beobachten. Ah. Big Brother is watching you. Springe zu. Und ihr fragt immer noch, wann die Dinger da kommen. Ja, irgendwie arbeitet der Typ da nicht. Hey, du Werkzeugmacher, arbeite mal ein bisschen mehr. Ah, die Opferstätte. Naja, mehr Wikinger werde ich ja im Moment eh nicht brauchen. So, Status verschlossen. Das Portal ist verschlossen. Ein Wikinger muss in der Nähe gewesen sein, um es öffnen zu können. So, 2 davon haben eine Axt. Also ab mit euch in die Ferne zum Portal öffnen. Erstmal auf die harte Tour und dann schauen wir weiter. Müdigkeit plus 4. Verstehe gar nicht, dass hier nicht mehr Leute einziehen. Aber mehr als eine Person kann da dann auch nicht arbeiten. Bitte lieber mehr Leute hinschicken. Also was ist jetzt, Leute? Ah, okay, ihr seid, habt jetzt fertig, Portal zu öffnen. Ja, der hat inzwischen eins weiteres gebaut. Aber jetzt öffne Portal. Oh, da oben. Du hast das Portal nach Valhalla geöffnet. Mach dich bereit, denn bald werden die Portalwächter versuchen, deine Wikinger am Durchschreiten zu hindern. Beschütze unbedingt das Stadtportal in deinem Dorf. Ist dieses verloren, gibt es für deine Wikinger keine Rettung mehr. Okay, das heißt, sie wandern dann langsam nach und nach nach unten. Kampf, jetzt ist es passiert. Deine Wikinger wurden attackiert. Zivilisten können sich mit Fäusten verteidigen. Besser ist allerdings, mit Kriegern auf den Gegnern loszugehen. Krieger arbeiten im Kampf unter Armeelagern, die du über das Baumenü bauen kann, lassen kannst. In diesen Lagern kannst du auch Krieger in den unterschiedlichen Waffentypen anfordern. Ah ja. Deine Krieger werden alle feindlichen Wesen bekämpfen, die sich innerhalb des Arbeitsbereichs ihres Lagers befinden. Du solltest also dafür sorgen, dass deine Militärlager sich an den richtigen Stellen befinden. Ja, tun sie doch. Auch wenn die noch nicht alle vernünftige Äxte haben. Die Frauen der Eiswingiger Garde sind allzeit bereit, Eindringlinge am Durchschreiten des Portals zu hindern. Aber das sieht doch alles soweit schon ganz gut aus. Nicht. Und der Typ ist hinüber. Was hat er denn da fallen lassen? Malzbier. Anstatt Mehl trinken deine Krieger lieber das Malzbier aus der Brauerei. Aha. Warum? So, Attacke Thorsten hat er geschafft. 10 Schaden. 1000 Leben. Okay, wer von euch hat jetzt das Malzbier getrunken? Irgendeiner von euch hat doch das... Ah ja, du hast ein Malzbier getrunken. 1150 Leben. Und mit der Axt hast du 50 Schaden statt nur 10.
Okay, gut. So, das Portal ist geöffnet. So, Schneeboden. So, was habe ich denn jetzt alles noch dazu bekommen? Also, das letzte war Lager und Sägemühle. So, also Pfade beeinflussen die Laufwege, mindestens 2100 Schritte. Das heißt, ich habe jetzt die Möglichkeit Pfade, dann auf vereisten Boden können kaum Getreide anbauen. Also Schneeboden, kleine Sockel und mittlere Sockel. Dann kann ich jetzt Farm, Steinbruch, Brunnen errichten für die Brauerei. Dann die Brauerei selber, die dann mit dem Weizen das Malzbier braut und dann noch Nachschublager werden in diesem Militärlager für die Truppen bereitgestellt. Ja, das wird aber wahrscheinlich nur eingelagert. Dann Steinmetz, der kann dann jetzt wenigstens auch die Steine abbauen und ich kann größere Karten spielen. Also weiter geht's. So, die habe ich schon angeschaut und für den Rest lasse ich mich überraschen. Okay, also da sind die Wikinger. So, dann Werkzeuge und Waffen. Werkzeuge und einfache Waffen müssen beim Werkzeugmacher in Auftrag gegeben werden. Bessere Waffen aus Metall stellt der Waffenmacher her. Ach, der Waffenmacher, sowas. Im Armeelager rekrutiert man Krieger über die Auswahl der entsprechenden Waffe. Fordert man extra an, wird ein Axtkämpfer dem Armeelager hinzugeführt. Fordert man einen Bogen an, wird der zukünftige Bogenschütze versuchen, sich mit einem Bogen auszurüsten. Zivilisten legen bei ihrem Werkzeugsuche durchaus weite Strecken zurück. Den Kriegern ist dies allerdings untersagt. Sie verlassen den Radius des Kampf- und Armeelagers nicht. Ja, deswegen können sie dann keine Waffen mehr holen, wenn sie zu weit weg sind. Okay, also erstmal... Oh, das wird ja schon unübersichtlich. Also der Holzfäller als erstes. Gut, da sind grüne Sachen. Da brauche ich nicht so viel. Hier braucht er noch... Ach so, da braucht er dann die Sockel, die erst errichtet werden müssen. Was für ein... merkwürdige Sachen. Also der Holzfäller, den Werkzeugmacher, kann ich eigentlich da oben errichten, wobei da will ich dann die Steinbruchsachen hinsetzen. Dann machen wir den Werkzeugmacher doch einfach hier in die Mitte. So, ein Steinbruch. Achso, Steinmetz. Klopft den Bruchstein zurecht wegen die Steine. Was ist das hier? In den Bergen werden Bruchsteine abgebaut, die für den Bau von Gebäuden. Aber Berg habe ich ja jetzt noch nicht wirklich. Also erstmal den Steinmetz. Der kann von hier drüben sicherlich ganz gut arbeiten. So, Farben, Brunnenfischer. Machen wir erstmal den Fischer noch dazu. Den kann ich dann hier unten hinsetzen. Wobei, das sieht mir schon fast nach einer Klippe aus. Da wird er wahrscheinlich ungern arbeiten. Die kann ich nicht errichten. Quarks. Wieso müssen die denn hier extra Sockel bauen? Na schön. Also, bau deinen Sockel. So, Werkzeugmacher. Okay, du bist noch nicht fertig. Logistik. Ein Lagerarbeiter sammelt alle Rohstoffe der Armee ein, packt sie in eine große Kiste. Ach ja, genau, die Wohnzelte brauche ich ja noch. Wohnzelt Nummer 1. Wenn ihr sowieso nicht einzieht, braucht ihr auch nicht mehr Wohnzelte zu haben. So, Werkzeugmacher. Also, ich brauche einen Hammer für den Werkzeugmacher, eine Angel für den Fischer. Die Sichel brauche ich noch nicht. Aber Äxte kann ich auf jeden Fall auch noch. Okay, dann erst die Axt und dann den Fisch. Fahrt ihr einfach in die Laufwege, dann entwickeln und hören den Arbeitsbereich der Gebäude.
Durch Pfadewege und Straßen kannst du die Reichweite erhöhen und die Laufwege deiner Wikinger beeinflussen und damit allgemeine Produktivität steigern. Oftmals würden sie ohne Wege ihr Ziel bzw. die gesuchten Rohstoffe nicht finden. Auch laufen deine Wikinger noch schneller. Du kannst Pfade über den Logistikreiter im Baumenü bauen, setze den Startpunkt und Endpunkt mit Linksklick auf die Karte, Rechtsklick bricht das Bauen ab bzw. beendet es. Ich hoffe, die Benutzer werden Pfade automatisch zu Wegen und später zu Straßen. Pfadewege und Straßen vergrößern auch den Arbeitsbereich von Gebäuden. Wenn du ein Gebäude auswählst, wird er dir angezeigt. Ja. Kosten die Dinger denn etwas? Holzfäller. Steinmetz. Wohnzelt und Fischer. So, jetzt noch das Lager hinsetzen. Der Vorteil eines Lagers ist, dass ein tüchtiger Träger alle Waren der Umgebung einsammelt und an einer zentralen Stelle sammelt. So haben andere Wikinger, die die Waren brauchen, schneller Zugriff drauf. Mit Lagern kannst du die Warenverteilung deiner Siedlung besser organisieren und optimieren. Zu jeder Baustelle und fast jedem Arbeitsgebäude können weitere Träger hinzugefügt werden, um die Bauproduktion zu priorisieren. Okay. Lager, Wege. Wieso werden die zweimal gezeichnet? Naja, egal. So, Wohnzelt habe ich schon. So, das ist das, was ich an Verfügbar-Dings habe. Dann müsste ich doch jetzt auch den ein Nachschublager. Ich müsste doch hier irgendwo einen. Ne, einen Jäger habe ich noch nicht. Na gut. Plankenmacher. Wofür brauche ich die denn? Ich habe. Ah, hier. Die Farm braucht Planken, also brauche ich dafür auch eine Sägemühle. Gebäude fertig, Lager ist erledigt. Braucht der Lagerarbeiter ein Werkzeug? Nichts, Lagerarbeiter. Der soll ja lieber die Sachen tragen, der muss ja nichts mitnehmen. Also der Hammer fehlt und die Axt fehlt. Und sind die im Moment in... Also die Axt wird noch gebaut. Ah ja, da sind die Plattformen, die da errichtet werden. Ich hoffe nur, dass ich dazu jetzt genug Holz habe. Das kann ich gleich mal noch einen zweiten Holzfäller bauen. Der dann hier drüben Holz baut, Holz abbaut. Aber die benutzen nicht bevorzugt die Wege, sondern es sieht eher so aus, na doch, hier laufen sie schon besser über die Wege. Okay, der sammelt Bären. Haben die jetzt selber gegessen? Nee. Früchte 5 von 5. Derzeit eingelagert. 6. Nichts. Ah, Erfolg freigeschaltet. Einerseits erweitert ein Jäger das Eiweiß- und fetthaltige Nahrungsangebot für deine Untertanen. Andererseits bringt er ihnen auch Leder mit, das für den Bau von Wikingerbögen verwendet wird. Okay, das gibt es dann aber erst in der nächsten Runde. So, das nächste Holzfällergebäude ist fertig. Das heißt aber auch, dass die noch ein Werkzeug braucht. Ah, das heißt, der Holzfäller ist jetzt schon im gesamten Gebiet aktiv. Ist ja lustig. Okay, Produkte, Produktionsrate 1. Aber dann müsste doch jetzt auch noch eine Axt brauchen. Der hat zumindest eine. Ja, Ware fehlt. Axt. Und das andere Ding fehlt auch noch. Mensch, mach doch mal. Ah, hier kann ich noch zwei Träger anfordern.
Und dann geht das Ganze ein bisschen flotter. Das kann ich bei den Dingern nicht machen. Hier kann ich noch einen Träger anfordern. Einen Lagerarbeiter und noch einen zweiten Lagerarbeiter. So, dann auch hier zwei zu den Steinmetzen. Sehr schön. Dann geht das Ganze mal ein bisschen flotter voran. Und dann kann ich jetzt langsam schon mal das zweite Wohnzelt bauen, damit dann auch die anderen später schlafen können irgendwo. Pfade. Also das Gebäude vom Fischer ist fertig. So, die Axt wird noch produziert. Was? Wer attackiert Lotta? Du gehst nur nicht woanders schlafen. Immerhin hat sie schon Ehre gesammelt. So, das Gebäude ist auch fertig. Das nächste Wohnzelt, sehr schön. Jetzt ist noch die Frage, ich brauche jetzt die nächsten Äxte. Damit ich meine Wikinger vorbereiten kann. Militärlager. Also, erstmal das Militärlager errichten. Wieder mit den Wegen verbinden. Da kann ich gleich noch einen Träger hinzu beordern. Logistik, genau, Pfade. Ein Dreieck, damit sie auch in beide Richtungen rechts und links langlaufen. Okay, wenn die Umwege zu groß sind, wo willst du überhaupt hin? Ah, du willst was essen. Ach stimmt, wir haben noch nicht allzu viel Essensproduktion. Aber die Farm produziert nur Getreide und eine Mühle habe ich noch nicht. Okay, mit aus Wasser und Weizen gebrautes Malzbier. Also schön. So, dann brauche ich jetzt hier noch ein weiteres Lager. Und das Kampflager dazu. Okay, also das Gebäude ist schon errichtet. Machen wir erstmal noch zwei weitere Äxte. Die müssen natürlich dann wieder produziert werden. So, Bruchstein fehlt. Wieso fehlt denn da Bruchstein? Was ist denn mit dem Zeug? Ist das etwa kein Bruchstein? Ne, das ist Felsen. Ah, okay, dann heißt es, ich brauche dann doch die Steinbruchleute. In den Bergen bauen Steinbruchsteine ab, die für den Bau von vielen Gebäuden und Werkzeugen benötigt werden. Um den Bruchstein gerade halbwegs recht in die Steinquarte zu klopfen, ist ein Steinmetz vonnöten. Diese bauenden Steine werden für den Bau von vielen Gebäuden verwendet. Also, Bruchsteine und Steindingsbums. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall den Steinbruch und den Steinmetz kann ich dann abreißen, weil das Zeug, weil die Felsen baut der ja eh nicht ab dann. Also, abreißen. Ja. So, Steinquader, Bruchstein. Also, ein weiterer Erfolg. So, die Zweier hatte ich alle schon geschafft. Also den Jäger hatte ich jetzt schon, weil genug Früchte gesammelt wurden. Den Binnensee können nun Fische gefangen werden, da ich genug gefangen habe. Und am Lagerfeuer versammeln sich arbeitslose Wikinger und erfüllen damit ihr Grundbedürfnis nach Unterhaltung. Sehr schön. So, das neue Gebäude ist auch fertig, das Kampflager. Wieso sind da jetzt noch keine weiteren Leute mit Äxten angekommen?
Sind die jetzt hier schon eingelagert? Kann das Lager nur die paar Sachen einlagern oder was? Wo ist denn das große Kampflager hier oben? Da müssten ja eigentlich die Äxte eingelagert werden. 18 von 18, die Wikinger-Kapazität ist am Limit. Also mehr Hütten. Mehr Hütten, wo kann ich hier noch eine grüne Hütte bauen? Und du sollst endlich mehr Äxte bauen. Ach, die Rohstoffe sind jetzt hier eingelagert. Du hast sogar schon Leder bekommen. Wo hast du denn das her? Ah, Moment, hier sind doch schon die... Nee, das ist die Produktionsrate, das sind nicht eingelagert. Leute, was habt ihr mit den ganzen Äxten gemacht? Und wo sind jetzt die ganzen Steine hin? Ah, Moment, ich habe zwei Kampflager schon. Na super, so viel wollte ich gar nicht. Naja, dann geht doch mal schon mal ein Stück weiter nach unten und guckt mal, dass ihr dort unten das Portal entdeckt. Wobei ich mir immer noch nicht sicher bin. Okay, ich glaube, ich muss das ein bisschen anders anschauen, weil sonst sieht es in der falschen Richtung flach aus. Was ist das denn für eine Hütte? Es können keine Wikinger gerufen werden, da es nicht genug Wohnhäuser gibt. Das Wohn... Der Arbeiter fehlt. Was heißt denn da, der Arbeiter fehlt? Okay, dann lösen wir das Ding wieder auf. Gut. Jetzt habe ich einen Bauarbeiter. So, hier sind jetzt die ganzen Träger. Kann ich auch einen Träger rausschicken und die auch wieder freisetzen, damit hier ein bisschen mehr los ist. Sobald das Ding gebaut ist, müssten ja eigentlich die Träger ohnehin freigegeben werden. 2 von 10 Betten genutzt. So, jetzt kann ich wieder 4 Wikinger mehr holen. Waffe fehlt. Nein, da musst du dich täuschen. Da sind die 5 Äxte. Die solltest du in der Lage sein zu holen. Weil es ist nicht zu weit weg. So, dann rüste dich da nochmal aus. Und dann machen wir die Äxte voll. Du hast kein Essen gefunden, du Armer. Ich glaube, es wird Zeit, hier noch einen weiteren Fischer wenigstens zu haben. So, gleich mal die Träger holen. So, also nachdem jetzt alle mit Äxten ausgestattet sind, probiere ich mal den ersten Ansturm an das Portal. Du hast alle Waren produziert. So, der... So, dann mach doch schon mal eine Sichel. Noch 2 Hämmer. Okay, bevor mir die Leute verhungern. So, das heißt, den Waffenmacher, den habe ich dann jetzt beim nächsten Mal verfügbar. Weil ich habe jetzt genug Äxte produziert. Den Heilstab, wieso habe ich den jetzt erst bekommen? So, Ziel ist nicht zu erreichen. Wieso denn nicht? Das Portal kann geöffnet werden. Oder ich muss sie besänftigen. Opferung möglich. 5 Bruchsteine. Die Frau der Eishänger waren sie derzeit alle... Zeit bereit. Also, Portal auf und kämpfen. Das sieht doch ganz gut aus. Der Axtschwinger bekommt ein paar auf die Mütze und der Bogenschütze wird jetzt auch nicht mehr lange durchhalten. So, genug Essen gibt es jetzt aktuell jedenfalls nicht mehr, aber dann verschwinde ich jetzt, bevor ich mich hier weiter um das Essen kümmern muss, zur nächsten Mission und beende damit auch jetzt die erste Folge mit den ersten 3 Karten.
Und die Fortschritte habe ich ja jetzt vorhin schon gesehen, die nach und nach freigeschaltet wurden. Und die nächste Mission, die starte ich heute nicht mehr. Komme ich hier ansonsten nicht raus? Ah, das sind noch die anderen Statistiken. Okay, 3700 Ehre gesammelt. Das sind die Waren, die ich bisher produziert habe. Ah, die besiegten Gegner werden auch alle zusammengefasst. Das sind dann die nächsten Erfolge. Gut. Aber ich komme an der Stelle erstmal nicht raus. Also muss ich die nächste Mission starten, bevor ich das ganze Spiel dann beenden kann. Pause. Speichern und verlassen. Genau. Also, beim nächsten Mal geht es dann mit der vierten Mission weiter. Mal sehen, wie und wann ich das machen werde. Ja, soweit mit den ersten drei Missionen habe ich die ersten 10% nach Valhalla geschafft und beim nächsten Mal geht es dann weiter mit der vierten Karte. Also, bis dann. Tschüss!